Erinnerung an ein lang verdrängtes Kapitel der deutschen Medizingeschichte. Das Euthanasieprogramm der Nationalsozialisten bekommt zunehmend ein Gesicht. Immer mehr Lebensgeschichten der ermordeten, kranken und behinderten Menschen werden bekannt. Auch am Zentrum für Nervenheilkunde des Universitätsklinikums Rostock gedenkt man seit knapp 10 Jahren am 27. Januar der zahlreichen Opfer von Zwangssterilisation und Euthanasie. Denn auch aus der Rostocker Nervenklinik wurden Menschen, die als minderwertig angesehen wurden, abtransportiert und getötet. Oberarzt Dr. Eckhard Kumbier hat die Geschehnisse in Rostock, aber auch in ganz Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam mit der Historikerin Kathleen Haag untersucht. Jedes Schicksal ist sehr besonders und bewegt einen natürlich schon. Wir haben uns gefragt, wir können jetzt natürlich die Zahlen nennen und wir können im besten Fall auch die Namen nennen. Aber was für eine Lebensgeschichte steht dahinter? Und wir haben ja häufig sehr wenige Dokumente. Im besten Fall eine Karteikarte, ein Blatt Papier, vielleicht eine Krankenakte, wo aber doch wenig Persönliches steht. Und so haben wir dann aber angefangen, trotzdem zu suchen, denn Akten der Opfer befinden sich auch heute im Bundesarchiv in Berlin. Wo dann im Einzelfall tatsächlich noch persönliche Dokumente wie Briefe gefunden worden sind. 1909. Patientin zeigt ein ruhiges, geordnetes Wesen und eine freundliche Stimme. Der Gesichtsausdruck ist ein schwarzer. Sie gibt ihren Namen, Familienverhältnisse, Alter, Geburtsdatum, Ort etc. richtig an. Auf erschreckende Weise zeigen die Briefe und Krankenakten die Verbrechen des Nationalsozialismus. Auf der zentralen Gedenkveranstaltung im Rostocker Rathaus gaben Schüler vom Theaterprojekt Freigeist den Opfern eine Stimme. Die meisten von ihnen haben sich zum ersten Mal mit dem Thema befasst. Alma. Seils Wilhelm. Zander Karl. Am Anfang war das schon ziemlich schwierig, weil ich hatte vorher noch nicht wirklich Kontakt zu sowas gab. Das war halt alles ziemlich neu für mich. Und ich weiß nicht, ich wusste am Anfang echt nicht, wie ich mit diesen Briefen umgehen sollte. Deswegen war es schon schwer. Wie für die anderen war es für mich auch sehr ergreifend und auch eine Ehre, solche Akten überhaupt lesen zu dürfen. Also ich hatte jetzt von Euthanasie jetzt noch nicht so viel gehört, also vom Holocaust klar und von den mordenden Juden. Aber jetzt von den Euthanasiemorden noch nicht so viel. Dementsprechend war es auch sehr lehrreich und ja, interessant, halt sich diese ganzen Sachen durchzulesen. Es ist schlimmer wie in Gelsheim. Bitte kümmern Sie sich. Sie sind wohl noch nicht benachrichtigt, solange ich hier bin. Traurig, aber wahr. So ist es im Leben, wenn die Eltern auf dem Friedhof wohnen. Viele liebe Grüße, sendet Margarete. Mehr als 70.000 Menschen wurden zwischen 1939 und 1941 in zentralen Tötungsanstalten, zum Beispiel in Bernburg an der Saale, Brandenburg oder in Pirna, durch Gas ermordet. Die erste systematische und zentral organisierte Massenvernichtung der Nazis. Historikerin Kathleen Haag machte auf die traurige Bilanz auch für Mecklenburg-Vorpommern aufmerksam. Rund 1000 Menschen wurden aus den Heil- und Pflegeanstalten Gelsheim, Dömjüch und Sachsenberg in Schwerin abtransportiert. Mit dem Ende der Aktion T4 ging das Morden aber weiter, jetzt dezentral in den Heilanstalten. In Sachsenberg ließen die Ärzte bis 1945 knapp 2000 Menschen verhungern, verdursten oder sie vergifteten sie. Wenn Dr. Leu die Beseitigung eines Kranken anordnete, dann bekamen Säuglinge und Kinder bis zu 2 Jahren nur Einspritzungen von 1 bis 2 Kubikzentimeter Morphin. Kinder von 2 bis 6 Jahren erhielten 2 bis 3 Tabletten luminale Milch aufgelöst. Größere Kinder bekamen die gleiche Dosis Luminals, manchmal auch Morphin. Wenn Luminal nicht vorhanden war, dann wurde zu Veronal gegriffen. Im Allgemeinen stiegen die Kinder ruhig an. Jedoch wurden in manchen Fällen, in denen der Eintritt des Todes sich verzögerte, noch zusätzliche Dosen Gift in Form von Scopolamin-Einspritzungen gegeben.
Auch viele Kinder waren betroffen, so wie der 9-jährige Günther Nevermann aus Wismar, bei dem eine angeborene Bewegungsstörung diagnostiziert wurde. Er starb 1942 in der Heilanstalt Sachsenberg, vermutlich an gezielter Vernachlässigung und Misshandlung. Ärzte wie Dr. Alfred Loy waren befugt zu entscheiden, ob ein Leben für die Gesellschaft nützlich sei oder nicht. Die, denen die Schwächsten anvertraut waren, entschieden über Leben und Tod. Und sie hätten durchaus auch anders entscheiden können, sagt Kathleen Haag. Ja, wir haben ja jetzt auch am Beispiel von Günther Nevermann gesehen, dass Ärzte doch anders hätten handeln können. Es ist eine andere Ethik gewesen. Also tatsächlich dieser Glauben, psychische Krankheiten und Behindertsein ausrotten zu können und zu müssen und dann eben diesen sogenannten Volkskörper zu stärken. Also es ging, also ich glaube, Ärzte hatten einfach dieses Einzelschicksal völlig aus den Augen verloren. Es ging sozusagen um das große Ganze und die folgten dann einer Wissenschaftsgläubigkeit, wo sie eben diesen einzelnen Menschen völlig aus dem Gesichtsfeld verloren haben. Und ich glaube, das waren auch keine wirklichen Menschen mehr für die. Und das ist das auch, was uns heute da auch unbedingt beschäftigen sollte, dass wir diese Einzelschicksale nochmal aufarbeiten, dass jeder Mensch, egal ob geistig, körperlich behindert, psychisch krank, wichtig ist und dass wir eben das nicht vergessen, was passieren kann, wenn eben Menschen an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, aus ökonomischen Gründen und aus anderen Gründen. In Rostock-Gelsheim wurden nach bisheriger Erkenntnis keine Patienten mutwillig getötet, aber zahlreiche Menschen zwangssterilisiert. Bereits im Juli 1933 wurde ein Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses verabschiedet. Ärzte waren verpflichtet, eine angeborene Krankheit wie Schizophrenie, Taubheit oder eine körperliche Missbildung zu melden. 1934 bis 1945 wurden in Deutschland etwa 400.000 Menschen sterilisiert. Das war der Anfang des Euthanasieprogramms. Es ist ja ein Phänomen, Menschen, die als erbkrank galten, damals europaweit sterilisieren zu lassen. Man muss aber klar sagen, dass unter dem Bedingungsrahmen des Nationalsozialismus systematisch diese Menschen in einer hohen Zahl und vor allen Dingen, das ist das Wichtige, auch gegen ihren Willen sterilisiert wurden, also dauerhaft geschädigt wurden. Und das ist vielleicht auch noch wichtig, finde ich, das waren Menschen, die lange Zeit nach dem Bundesentschädigungsgesetz nicht als Opfer anerkannt waren, weil viele meinten, es habe ja damals eine Gesetzesgrundlage während der NS-Zeit gegeben. Und die Opfer mussten lange, lange Zeit kämpfen, bis sie anerkannt wurden als Opfer und auch entsprechend entschädigt worden sind. Das Mahnmal in Gelsdorf erinnert seit 2009 an diese Verbrechen. Und es macht gleichzeitig bewusst, wie schnell eine Gesellschaft Menschen ausgrenzt, die nicht der Norm entsprechen.